Yo, servus, wie geht's euch denn so? Ich bin's, der Big Mesher. Willkommen zu einem weiteren Lost in Translation Let's Play von Katekyoshi Hitman Reborn DS, Shinuki Max von Go Carnival. Was ist das? Ich nehme an, hier setzen wir fort. Genau, wir haben Episode 2. Ich sag mal, Episode 2 beendet. Und wir sind jetzt hier bei Episode 3 oder. Ja. Korrektur, wir sind bei Episode 2. Genau, das war so. Episode 0, Episode 1, Episode 2. Jetzt sind wir bei Episode 2. So war ich verstanden. Wie gesagt, Lost in Translation, das Spiel ist komplett in Japanisch. Das heißt, ich verstehe absolut kein Wort, was da steht, weil ich absolut kein Japanisch lesen kann. Wenn einer von euch es lesen kann, gut für euch, schlecht für mich. Insofern werde ich jetzt einfach mal weiterklicken und mal sehen, was jetzt passiert. Das Spiel basiert auf der, für die, die letzten Teil nicht gesehen haben, basiert auf der Anime-Serie Katekyoshi Hitman Reborn. Ist ein Minispiel für ein DS. Ich spiele das Ganze hier mit einem Emulator und per Gamepads. So, in der letzten, im letzten Teil haben wir, beziehungsweise in der letzten Episode, sind wir vor Chihuahuas weggerannt und mussten, wie nennt man nochmal diese Bambusschwerter da, diese, die man zum Kendo üben da benutzt, ich glaube Bambusschwerter waren es, mussten den Schlägen halt ausweichen. Mal sehen, was jetzt passiert. Üha. Der da rechts ist Gokudera, für die, die die Serie nicht kennen. Links ist unser Hauptcharakter Tsuna. Weichei seines Zeichens und mein kompletter Vollidiot, auch als Spitznamen nutzloser Tsuna oder No-Good Tsuna. Und der nachfolgende Mafia-Boss der Vangola-Familie. Rechts haben wir Reborn, seinem, sag ich mal, Lehrer, der ihn unterrichten soll, ein respektabler Mafia-Boss zu werden. Wie gesagt, wir spielen hier, das Spiel basiert hier quasi auf den ersten Episoden von der Anime-Serie. Also wir spielen hier quasi Momente von, im Moment spielen wir gerade Momente von Episode 2 nach, wo Gokudera zum ersten Mal auftaucht und Tsuna quasi zum Kampf herausfordert. Okay, Gott sei Dank kann ich hier mein Gamepad benutzen. Bei manchen Spielen funktioniert das nicht so. Also, wir spielen hier, wie gesagt, eine Szene von Episode 2 nach. Der Gokudera, der wird jetzt uns ständig mit Bomben werfen und wir müssen, wie ihr es sehen könnt, an dem Bild jetzt permanent jetzt den Angriffen ausweichen, sonst heißt es Game Over für uns oder für mich beziehungsweise. Und wir benutzen nur das Steuerkreuz. Heilige! Fucking hell! Wow! Wie lange noch? 10 verdammte Sekunden. Da wird sich aber so verdammt langsam. Ja. Ja, das war's so wild. Ja, zu, wie gesagt, Tsuna ist eher so eine Art Weichei, Loser etc. Also, alles, was ihr von ihm höchstens hören werdet, ist irgendwie irgendwelche Schreie oder Hilferufe. Außer in solchen Momenten. Wenn ihr jetzt fragt, wieso er plötzlich in seinen Unterhosen rumrennt und Flammen aus seinem Kopf springen, das ist quasi irgendwie, wie heißt nochmal, Dying Will Mode, beziehungsweise auf Deutsch sterbender Willen-Modus, nenne ich jetzt mal so, wenn ich mich jetzt
mich nicht vertan habe. Insofern verliert ja jede Art von Furcht etc. oder sowas. Und seltsamerweise auch seine ganzen Klamotten, abgesehen von seiner Unterhose. Fragt mich nicht warum. Oh Gott, Touchscreen. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen, aber mit Touchscreen, den muss ich dann mit der Maus bedienen. Ihr werdet meinen Mauscursor wahrscheinlich dann nicht sehen. Dann klicken wir erstmal weiter. Also wie ich jetzt verstanden habe, müssen wir jetzt hier die Bomben, die Gokudera da jetzt auf uns wirft, alle auffangen. Oh Gott. Iga, Shoube! Koko de Hatena. Was? Ach komm, ich hab's angeklickt. Oh, komm schon. Ach nee. Das ist so ein dämliches. Ist so dämlich gemacht in dem Continue. Also wir müssen genau auf das X drauf. Das passiert das. Es geht wieder los. Ja, man merkt, das Spiel ist wirklich für den DS konzipiert worden, weil ich habe hier wirklich Probleme mit der Maus, da richtig auf die X drauf zu klicken. Wenn man ständig versagt, geht das Minispiel hier, um weiterzumachen, wirklich ein auf den Keks. Ich weiß nicht, ob das jetzt Unterschied macht, aber ich spiele hier das Ganze auf dem Laptop per diesen Touchpad da. Ich weiß nicht, ob das jetzt Unterschied machen würde, würde ich jetzt mit Maus spielen. Oh, komm schon, ich hab's angefasst. Ach, leck mich doch, einer. Oh, das Minispiel ist wirklich nervig mit der Zeit. Oh Gott sei Dank. Oh komm. Heilige Scheiße. Holy shit, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Ja, in der Anime-Episode, wo Gokudera vorkommt, lässt er aus Versehen die Bomben fallen und Tsuna rettet ihn dabei. Und er akzeptiert Tsuna dabei als seinen Vorgesetzten, quasi. Oh Gott, noch ein Minispiel. Aber heute nicht mehr. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Meine Aufnahmezeit geht langsam zu Ende. Ich wünsche euch noch was und wir sehen uns im nächsten Teil von Katekyoshi Hitman Reborn. Ciao!